Im Durchschnitt verbringt jeder Mensch 20 Minuten pro Tag mit dem Warten an roten Ampeln. Moment, rechnen wir uns doch das mal aus. Um jetzt also auszurechnen, wie viel Lebenszeit uns das Warten an roten Ampeln kostet, gehen wir doch einfach mal davon aus, eine Person ist 30 Jahre alt. Und wenn wir Deutschen so etwa 80 werden, heißt es doch, die Person hat noch etwa 50 Jahre zu leben. Aber wie viele Tage sind es denn? Na gut, dazu musst du doch einfach nur mit 365 multiplizieren. Und jetzt sind wir aber doch mal so ein bisschen pingelig, da sind ja auch Schaltjahre dazwischen. Also addieren wir noch 12 Tage dazu und erhalten 18.262 Tage, von denen du jeden einzelnen im Schnitt 20 Minuten am Tag an roten Ampeln wartest. Okay, wie viele Minuten warten wir denn dann insgesamt? Naja, multiplizieren wir diesen Wert doch einfach mal mit 20 und halte dich fest, wir erhalten dann 365.240 Minuten. So, ich glaube, den Wert kann man noch so ein bisschen schlecht einschätzen, deswegen teilen wir noch durch 60 und erhalten gerundet 6087 Stunden. Und wenn wir das jetzt noch durch 24 teilen, dann erhalten wir ebenfalls wieder gerundet 254 Tage. Das sind über 8 Monate, auch oder ungefähr 0,7 Jahre. Und das war Lebenszeit mit Nick.